Ja, ich kann euch kurz erklären, worum es geht, dann können wir auch direkt anfangen eigentlich. Ja, es gibt ein paar neue Sachen. Ich geh mal durch. Im Prinzip ist es ein Quizformat, bei dem gebuzzert wird. Im Regelfall ist es Jeopardy-Style-Board, aber nicht die Art von Frage bei Jeopardy. Also im Endeffekt haben wir ein Board, ihr wählt der Reihe nach irgendwelche Kategorien und Fragen, die haben einen bestimmten Punktewert. Wenn ihr eine Frage richtig beantwortet, kriegt ihr den vollen Punktewert auf euer Konto. Wenn ihr die falsch beantwortet, kriegt ihr bei den meisten Fragen, das ist nicht bei allen so, aber bei den meisten die Hälfte an Punkten abgezogen. Sprich 600 Punkte, falsch beantwortet, minus 300. Ansonsten gibt es auch dazu zu sagen, dass ihr neben euren kleinen Bildchen zwei Joker habt, die könnt ihr jederzeit benutzen. Das eine ist eine Kaffeepause, damit könnt ihr jemanden aussetzen lassen, eine bestimmte Person, jederzeit, während eine Frage noch nicht offen ist, aber das klärt sich dann eh alles. Zweiter Joker ist, bevor eine Frage aufgeht, macht ihr den an, kriegt ihr, falls ihr die nächste Frage richtig beantwortet, doppelte Punktzahl. Bei den meisten Fragen habt ihr einen Buzzer. Funktioniert so, dass ich Frage normalerweise vorlese und dann anzeige, damit ihr nicht schnell lesen oder langsam lesen könnt. Wenn Frage vorgelesen wird, könnt ihr schon buzzern. Ihr solltet aber mal darauf warten, dass die Frage vollständig vorgelesen ist. Ansonsten, na, manchmal kommt ein bisschen was dazu und Antwort ist dann noch nicht ganz klar. Wenn man einmal falsch gebuzzert hat, ist der Buzzer gelockt. Andere Leute können noch buzzern, aber ihr dann kein zweites Mal. Ja, ich denke, wir fangen einfach an. Wäre, glaube ich, ganz Sieht cool für schon die Leute, die aus. zugucken, vorher noch zu wissen, so was ihr so gezockt habt, weil viele Sachen sind nicht super aktuell. Paul hat schon gesagt so. Dalu ist normalerweise, glaube ich, so ein Nintendo-Mann, ne? Ja, so, also eigentlich alles. Ja. Aber so Nintendo, da ging es halt so mit los, ne? So Gameboy, Nintendo, Super Nintendo. So, deswegen, da sind die meisten Erinnerungen noch so hängen geblieben. Martin, wo siehst du dich so am ehesten? Super alte Spiele, jetzt eher weniger. Ich habe mit der PlayStation 2 damals erst angefangen. Da hink ich wahrscheinlich ein bisschen hinterher. Bei mir sind es größtenteils so Aufbau- und Survival-Spiele und solche Sachen. Vielleicht habe ich da ein bisschen Nischenwissen, was die anderen nicht so haben. Bin ich mal gespannt. Max, gibt's bei dir irgendwas, wo du gar keinen Plan von hast? Nee, ich hab gezockt, da wart ihr noch flüssig, aber ich habe das Format noch nicht verstanden. Also wenn ich was weiß, dann buzzer ich, oder? Ja. Super. Der hat normalerweise verschiedene Farben. Wenn er rot ist, kannst du nicht buzzern. Wenn er blau ist, kannst du buzzern und antworten. Wenn er grün ist, bist du dran. Wir können eine Testrunde machen, ja. Ich habe sogar eine Testfrage vorbereitet. Pass auf. Twitch Prime ist kostenlos. Mehr aber Das ist falsch. Mehr kostenfrei. Das ist absolut richtig, Salo. Gratulation, 0 Punkte. Aber Testfrage bestanden. Sorry, zu viel Prime Kutsche. Gaming ist absolut mehr kostenfrei. Das ist richtig. Oh Gott. Geht schon los. Ich muss. Okay, wir fangen mit Marti an. Marti, du kannst mir gerne die erste Frage durchgeben. Was sind das für Kategorien? Was zur Hölle ist ein Teemoji, bitte? Aber Naja. Tetris kannst du dir denken? Find's raus. Ich erklär's dir, sobald die Frage Find's das erste Mal raus. aufgeht. Okay. Ja. Bei Schnappschuss, ich wähle Schnappschuss für 300. Da Schnappschuss weiß ich, was geht's das ist. hart rein. Für 300. Alles klar. Schnappschuss ist relativ easy. Ihr seht einen Screenshot aus einem Game. Sobald ihr den Screenshot seht, könnt ihr buzzern und ihr sagt mir, welches Spiel das ist. Ich will den genauen Titel, ne? Ich will nicht nur irgendeine Franchise im Normalfall. Ich sag's meistens vorher dazu, wenn die Antwort irgendwas anderes sein sollte, aber ich will schon den genauen Titel und nicht einfach nur eine Franchise. Erster Schnappschuss, erster Screenshot, den ihr von mir kriegt, ist der hier. Risk of Rain 2. Das ist die erste korrekte Antwort. Das ist natürlich Risk of Rain 2. Ich dachte mir, als Boah, ich den Screenshot gesehen habe, so, ja, es sieht ein bisschen aus, könnte vielleicht so ein bisschen aussehen wie Breath of the Wild 2. Ich Breath of hatte the erst Wild. Risk of Rain 2 so gesehen, gesagt und dann könnte sein. Nee, Risk of Rain 2, absolut richtig. War die erste Frage und du bist auch direkt mit der nächsten dran. Krasser Shit, Alter. Ich will Teemoji 200 sehen. Teemoji 200. Okay, dann machen wir das mal auf. Das kam neu dazu. Und ich hoffe, es funktioniert. Hat vorhin Bin ich funktioniert. gespannt. Teemoji 200. Zack. Ihr seid jetzt gerade in Teams eingeteilt worden. Ich spiele jetzt quasi zusammen. Zum einen Hey, Paul. Henno und Marti Okay. und zum anderen Dalu und Paul. Funktioniert folgendermaßen. Wir Soll ich haben die hier auf. Emoji-Tastatur verwenden? Ich wollte gerade Genau. sagen, Ihr wie müsst mache ich denn die Emoji? Emoji-Tastatur verwenden. Zum einen Moment, was? Marti und zum anderen Paul. Ich erkläre euch kurz, was es ist. Ihr habt Fragezeichen über den Köpfen. Marti und Paul kriegen jetzt gleich einen Videospieltitel Oh und können mein dann Gott. in Emojis beschreiben, welches Game sie sehen. Oh mein Gott. Max Wo und kriegt man Dalu sehen nur Paul die und Dalu, ne? Emojis und So, müssen nee, wiederum das Game erkennen. Okay, Und Emoji-Charade, genau. Moment, Paul, das aber heißt, du hast eine Emoji-Tastatur bei dir? Und ja, Marti auch? jeder hat, nein, Jeder nur hat eine. Grünes Windows-Punkt. Taste und Punkt ist eure Emoji-Tastatur.
Ich habe in meinem Leben noch nie Alter, ich lerne hier was. Das Windows, ist geil. Windows, was passiert, wenn ich das drücke? Wo wird die angezeigt? Wenn du in das Textfeld klicken. Genau. Ja. Wir probieren das einfach mal aus, ja? Es ist relativ simpel. Das Gefühl, ich habe noch nie einen Rechner benutzt. Das was zum Fick, Emoji-Tastatur? Ich sag auch direkt zu, ihr könnt keine Buchstaben und keine Zahlen benutzen bei dem Ding. Versucht nicht zu schummeln. Versucht einfach über verschiedene Emoji den Videospieltitel durchzugeben. Ja. Ach du Scheiße. Geil, so. Konnte ich euch allen was beibringen, außer Chris. Ihr seht jetzt den Titel und könnt eure Emojis eingeben. Und ich schreie einfach, ja? Nee, du hast ein Textfeld und du schreibst, sobald du die Emojis siehst und denkst, du hast die Antwort, schreibst du das Game rein. Ich hab das gerade in meiner OBS-Szene gesehen, was das die Lösung ist. Ich muss das gerade mal kleiner machen. Nee, das stimmt ja auch. Also du siehst Titel. Es war sehr zeitversetzt gerade. Nee, du siehst den Titel und du musst jetzt in Emojis quasi beschreiben, was du siehst. Windows Punkt, ne? Richtig. Okay, das ist einfach. Aber man kann nicht suchen, das ist ja super anstrengend. Man muss hier durchsuchen. Doch, du kannst tatsächlich einfach tippen. In Deutsch, glaube ich, bei dir, wenn es Deutsch erstellt ist, und dann kriegst du das Ding normalerweise. Okay, einfach. Ja. Wie schreibt man den? Ich glaube so. Ich kann nicht. Kommt jetzt an, ja? Okay, ihr habt alle eingeloggt. Weil Enter drücken kann ich auch nicht. Müsst ihr auch gar nicht. Das sieht man schon. Okay. Wann kann ich volles Risiko machen? Jetzt nicht mehr, nur während du das Board siehst, nicht wenn die Frage schon offen ist. Ah, okay. Ich kann, glaube ich, locken für euch. Ihr müsstet jetzt nichts mehr drücken können. Ja, jetzt hoffentlich. Perfekt. Gucken wir mal, was ihr gesagt habt. Wir haben auf beiden Seiten die Emojis hier. Na, das ist einmal eine Spinne und ein Mann. Auf beiden Seiten auch Spider-Man. Sprich, alle haben recht, 200 Punkte. Yeah. Für alle vier. Sehr stark. Wow! Und Max hat sogar richtig geschrieben. Ich wusste auch nicht, dass man Spider-Man mit Bindestrich schreibt. Ich habe eine Frage. Wer als Paul die Emojis eingetippt hat, ich habe natürlich das Emoji am Ende gesehen, aber vorher stand da Spinne. Dann kam das Spinn-Emoji. Dann stand da Mann und dann kam das Mann-Emoji. Ah. Guter Punkt, ne? Tatsächlich wollten wir das so machen, dass man, dass Paul quasi erst einloggen muss, was er schreibt. Sprich, sucht am besten nicht. Wir tippen nach dem Emoji, sondern einfach in diesem Ding. Okay. Könnt leider dann halt nicht reinschreiben. So. Ja, okay. Aber das geht beim nächsten Mal. Wir scrollen beim nächsten Mal. Ihr scrollt einfach. Ja. Alles klar. Ich habe auch eine Frage. Jawohl. Hier geht es ja auch unter anderem um Rechtschreibung. wenn man da jetzt nicht so ganz. Also wie ist das bei der Punktevergabe, wenn man jetzt zum Beispiel Spider-Man falsch geschrieben hätte? Es wurde schon gesagt, ist das richtig? Ich war in den ersten Folgen immer sehr streng. Haben sich alle Leute immer beschwert. Andauernd haben sich die Leute beschwert, weil ich sehr streng war und normalerweise nichts für mich genau lassen. Wenn ich als Richter quasi erkenne, dass der Sinn der Antwort irgendwie gegeben war, gebe ich dir Punkte. Ich wollte auch gerade noch umschreiben, aber dann hat Vlesk einfach gelockt, ohne einen Countdown zu setzen. Also ich hätte da Bindestrich. Habe ich auch gesehen. Deine Finger sind schon bei der Tastatur gewesen. Klar. Nee, es stimmt. Es liegt aber auch an mir. Es gibt, glaube ich, auch ein Bindestrich-Emoji. Ja, eben. Ich hatte das ja auch machen können. Also, und nicht. Ja. Aber die sind raus. Ja, das habe ich ja gesagt so. Also keine Zeichen, keine Dinge am Anfang diskutieren. Keine Buchstaben. Ich verstehe. Ja. Nee, sollten wir machen. Ist richtig. Nee. Wir sind bei Paul. Nächste Frage, bitte. Okay, ich hätte gern Ohrwurm 300. Ohrwurm 300. Oha. Ja, Ohrwurm ist relativ easy. Das funktioniert diesmal. Wir haben vorhin einen Tech-Check gemacht, hat Ohrwurm aus irgendeinem Grund nicht mehr funktioniert. Ihr hört jetzt gleich eine Sekunde, drei Sekunden, fünf Sekunden von irgendeinem Videospiel-Theme. Und ihr könnt jederzeit buzzern und mir den Titel davon sagen. Ach, Theme. Wir machen jetzt kurz nochmal, ihr hört alle vernünftig, ja? Ihr könnt übrigens unten in den Settings einstellen, wie laut das bei euch sein soll. Ja. Falls euch das die Ohren rausschießt, stellt das gerne um. Hätte ich vorher dazu sagen können, ne? Aber ihr habt einen Regler tatsächlich. Kann ich mir selber eine Kaffeepause geben? Du kannst dir selber eine Kaffeepause geben, klar. Okay, ich wollte es nur wissen für die Zukunft. Ja, seid ihr ready für die erste Sekunde? Eine Sekunde? Kriegt eine Sekunde, ja. Naja, verstehe. Ja, bin ich. Okay, gut. Welcome. Ja, bin ich raus. Ja. Moment, ist es. Mhm. Oh. Well. Ist es. Well.
Scheiße, wie heißt denn das Spiel? Mach weiter, 3 Sekunden. Hm? So, auf Anfrage geht mehr. Nee, es kommt immer danach. Ihr kriegt nach und nach. Ihr kriegt immer 2 Sekunden mehr quasi. Hm. Ihr kriegt 3. Well, Cuphead. Cuphead. Sie sagen es ja literally, ne? Well, Cuphead and his Pelmark man, they like to roll. Klar, es ist Cuphead. So sehr stark. Ich habe, glaube ich, immer eine Cuphead-Frage mit bei und die ist diesmal direkt raus. Ja. Aber ist ja jetzt zum Beispiel jetzt nicht der korrekte Titel gewesen vom Spiel? Ich merke Cuphead, als er gesagt hat, Cuphead kam bei mir schon an, was er meint, doch. Okay, aber weil du ja vorhin meintest, bitte den korrekten Titel des Spiels. Naja, manchmal sind wir da genau. Wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, Age of Empires 7 haben will und du sagst mir 6, ist halt falsch. Ne? Oder wenn du einfach nur Age of Empires sagst und ich will genau 7 haben, will ich halt 7 haben. Das verstehe ich, das verstehe ich. Aber gut, ja, Cuphead nicht 1, 2, 3, 4, 5. So. Ja, durch die Teamoji-Runde von vorher kriege ich jetzt immer die Hälfte von allen Dalu-Punkten, oder? Nee. Schade. Absolut nicht. Okay, alle Punkte kriege ich. Gut, ist richtig. Auch okay. Max, gib mir bitte die nächste Frage. Ja, gehen wir nochmal rein. Oder, nee, warte mal. Was haben Synchronsprecher 600. Synchronsprecher 600. Ist relativ ähnlich. Also es ist wieder eine Frage, bei der ihr hören müsst. Ihr hört diesmal aber nicht ein Theme, sondern einfach einen Videospielcharakter sprechen. Und ihr sagt mir bitte, den aus welchem Spiel. Synchronsprecher. Ja, in den meisten Fällen ist es Englisch tatsächlich. Ja, wenn ihr Deutsch, Lara Loft, was? Deutsch gespielt habt, habt ihr vielleicht manchmal ein Problem, aber es sind normalerweise schon relativ populäre Charaktere. Ja, das Spiel. Das Spiel. Könnte man natürlich auch den genauen Charakter geben, kriegt aber keine Bonuspunkte dafür. Muss, deswegen. Nicht sein. Sehr gut. Ja, Englisch. Kriegt ihr nicht eine 3 und 5 Sekunden, ihr kriegt hier den kompletten Clip übrigens. Könnt ihr jederzeit buzzern. Mit Bild? Nein. Das würde mir helfen. Ja. Hätte ich auch gut gefunden. Did I ever tell you what the definition of insanity? Das Far Cry 6. 3. Erste Antwort gilt, oder? Ja, es ist gute Kurve gekriegt. Das ist was aus Far Cry 3. Far Cry 6 hat tatsächlich ein DLC, drin, wo er nochmal ist. Also es gilt beides. Das stimmt. Aber es aber gilt nicht beides. Far Cry 6 hätte nicht gezählt. Far Cry 3 ist absolut richtig. 600. Stark. Sehr, sehr gut. Und du bist, glaube ich, auch direkt wieder mit der nächsten Frage dran. Ey, das war viel zu stark gerade. Das war wirklich gut, ja. Das war beeindruckend. Man muss erstmal versuchen, rauszufinden, wo man sich bewegt. Aber Definition of Insanity ist auch recht bekannt von ihm, der Spruch. Die Definition des Wahnsinns. Ja, ja, es ist schon richtig. Dafür muss man Far Cry 3 dann auch gespielt haben. Gespielt haben, ja. Das stimmt, ja. Ich hätte auch Far Cry sagen können, aber nicht welcher Teil. So wäre ich komplett verloren gewesen, glaube ich. Wäre das auch gegangen? Nee, aber da braucht man schon den genauen Titel. Nö, ich hätte den genauen Titel haben wollen, ja. Okay. Was hier gemacht? Test mal Tetris 200. Weiß ich, was das ist. Ja, Tetris 200 sind normale Buzzer-Fragen. Kriegt eine Frage von mir vorgelesen, okay. Ihr könnt jederzeit buzzern und gebt mir im Idealfall eine richtige Antwort. Falsche Antwort gibt's 50% vom Wert an Minuspunkten. Und für 200 Punkte würde ich gerne von euch wissen, wer Bowser im The Super Mario Brothers Film spricht. Irgendwer Berühmtes, so viel weiß ich. Ist es der Neue, ne? Das ist der Neue. Richtig, der jetzt dann rauskommt. Ich weiß nicht, ob er Bowser spricht. Hast du auch so, es sind nur 200 Punkte. Hast du Brotato-Fragen auch vorbereitet? Jack Black spricht ja eine Rolle, der muss Bowser spielen, oder? Jack Black muss Bowser spielen. Ja. Ich weiß. Chris Pratt. Was? Spricht Mario, Jack Black. Das ist richtig, der spricht Bowser. Ich dachte auch. Moment, aber wen spricht dann Jack Black? Spricht der Mario? Nein. Ja, da gibt es sehr, sehr interessante Picks, ne? Aber Jack Black ist Bowser und deine Antwort ist absolut richtig. Stark. Sehr gut. Dalu. Synchronsprecher 200. Synchronsprecher 200. Okay, selbes Prozedere. Hört einen Charakter, vielleicht auch zwei oder drei. Gibt mir einfach den Spieletitel durch. In dem Fall reicht mir Franchise.
In dem Fall brauche ich nicht nur, brauche ich keinen genauen Titel, gib mir einfach Franchise. Ui. Subi. Das ist die Sims. Nein, Juri, ja. Millisekunden spät. Warum ist der grau? Hör doch mal ein bisschen rein. Der Anfang ist ein bisschen verwirrt. Ja, der gerade irgendwie neuer Harry Teil oder so. Ich dachte erst, was das für ein Hentai Shit ist, erkannt habe so. Ja. So. Dieses Ariana irgendwas. Nee, ist absolut richtig. Es ist Sims, stark Paul, 200 Punkte. Aber was machen die Sims da gerade, frage ich mich. Das waren einfach zwei Frauen, die ein Gespräch führen und so, aber die klingen halt immer ein bisschen merkwürdig. Nein, das war doch, die haben doch geflirtet oder nicht? Die haben ich wusste halt, dass ich Sims drin habe. Find bei YouTube irgendeinen normalen Clip, wo Sims miteinander sprechen. Es war schwierig. Aber 200 Punkte für Paul. Und ich glaube, da gibt es noch die nächste Antwort. Nee, die nächste Frage. So. Ja, weil ich so gut fand, Timoji 500, bitte. Bitte. Timoji 500. Ich hab schon wieder vergessen, was das war. Naja. Zack. Ach ja, die Scheiße. Ja, ja. Timoji. Macht Spaß. Ja, richtig. Aber mit wem bin ich jetzt in einem Team? Bin ich jetzt mit Dalu in einem Team oder wie? Ja, richtig, du bist diesmal mit Dalu in einem Team, das ist immer random. Und wir sollen diesmal so durchsuchen, ohne reinschreiben, ne? Das kann aber ein bisschen länger dauern dann. Das kann ein bisschen länger dauern, ihr habt auch Zeit. Also ihr habt nicht nur 10 Sekunden, so lasst euch ruhig ein bisschen Zeit, ist nicht so wild. Wir haben Dalu diesmal an der Emoji-Tastatur, das müssen wir beim nächsten Mal auch irgendwie im Overlay einblenden. Und Max an der Emoji-Tastatur. Martin, ja, tut mir so leid, ne? Das und wird richtig das schlecht. Spiel, das ihr jetzt in Emojis beschreibt, ohne dass ihr Buchstaben, Zahlen und irgendwelche Sonderzeichen benutzt oder so, ist das hier. Okay. Windows-Taste und Punkt. Ja, falls ihr Emojis braucht. Ja, du musst noch warten, Du kannst mir das auch per WhatsApp schreiben. In welcher Emoji-Kategorie? Ja, in welcher? Das, was ich vor Augen habe. Da bin ich ganz bei dir. Ah, ich glaube, ich bin nah. Ja. Enter? Welcher? Nein, ich habe aus. Ich habe jetzt eine Sache. Jetzt. Lass mich noch durchgucken, Martin. Ich muss wissen, was für Emojis es gibt. Aber, also ich habe jetzt was und muss ich da irgendwie Enter drücken, damit das angezeigt wird, oder? Nee, du kannst mehrere, du kannst natürlich auch mehrere benutzen, ne? Du hast jetzt nur eins. Ich dachte, das schicke ich erstmal ab und dann das zweite, okay. Moment, sind die schon hintereinander da? Okay, die sind schon hintereinander da. Also Marty und Paul sehen schon, was ihr schreibt gerade. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Darf ich schon antworten? Oder muss ich noch warten, ist noch nicht gelockt. Ihr könnt auch jederzeit natürlich schon reinschreiben. Also und ihr sagt mir am Ende, okay. Wenn ich fertig bin, ja. Ich zähle am Ende runter. Ihr könnt jederzeit reinschreiben. Also entspannt. Du kannst schon so ran, aber ich bin noch am Arbeiten, ja. Ich gucke, ob ich was Besseres jetzt finde. Jetzt weiß ich nicht mehr, was du meinst. Okay, dann hast du recht, dann nehme ich doch mal lieber vielleicht das da raus. Wo ist das? Die Küchen-Emojis? Da hätte ich jetzt, glaube ich, an was anderes gedacht bei den Symbolen, die du jetzt hattest, Dalu. Ja, ich habe was Besseres gedacht. Ich brauche nicht. Nein, jetzt ist es weg. Ich darf nicht sagen, ich bin noch am Suchen. Lass es weg. Es ist nicht so einfach. Da! Ich weiß nicht, ob ich möchte gerne einloggen. Das ist doch. Ey, jetzt habe ich was. Blesk. Ja, Paul sieht schon. Paul sieht schon. Nee, alles gut. Paul sieht schon, okay. Was du gemacht hast. So, Paul kann also jetzt raten. Besser geht's nicht. Ich hab's. Martin, es liegt an dir. Besser geht's nicht. Wirklich, das ist. So, das ihr habt ist jetzt krass, was ich gerade gemacht 15 habe. Sekunden habt ihr. Ich hab, Sekunden ich der Timer nicht läuft. Dieses Emoji gibt. Timer läuft und am Ende des Timers könnt ihr nichts mehr schreiben. Das ist ja wohl offensichtlich, Martin. Jetzt schwenk ich nein, das ist nicht offensichtlich. Paul, du weißt ja schon, was es ist, ne? Also, Martin, ich glaube schon, weil das zweite Emoji ist Ingame-Grafik. Hä? Wie Ingame-Grafik? Was ist denn das für Vieh? Was für Ingame-Grafik? Okay. Das ist ja, also bei mir sieht es voll krass aus, das Emoji. Es ist eingeloggt, ja? Es ist eingeloggt. Hä? Aber ich Martin weiß hat ja nicht, wie das aussieht. Ich war nicht darauf vorbereitet, dass wir nur kurz Zeit zum Antworten haben. Es tut mir leid. Ich dachte, ich hätte Zeit zum Tippen. Ja, irgendwann muss der Teil mal laufen, so. Aber also, es ist natürlich. Nee, ich darf ja gar nichts sagen. Du darfst gar nichts sagen. Ich bitte jetzt um Ruhe. Ich bitte jetzt um Ruhe. Gedankengang gleich auf. Okay. Dalu hat Folgendes hier reingetippt, so okay? Ne, daran erkennt man es doch, hä? Das sind Dalus Emojis. Und das sind die von Max. Bin ich auch cool. Warte mal, wo sehe ich die jetzt? Also ich weiß ja, aber... Im Overlay, okay. Ne? Wenn du das Overlay auf dem zweiten Bildschirm oder so offen hast, dann siehst du ja quasi über den Kameras, was Dalu reingemacht hat. Antwort von Marty war...
Ich Vampire dachte, das Ding da hinten wäre ein Vampir. Was soll denn das darstellen? Ist das eine Taucherbrille? Das ist ein Superheld. Und Paul hat absolut richtig Loop-Hero erkannt. Ja, deswegen gibt es 500 ja, Punkte für Max und für Paul. Es ist Loop-Hero. Kann ich bitte noch mal ganz kurz meine Emojis sehen? Ich habe jetzt das Overlay erst an. Und das ich siehst du doch über deiner Kamera. Sorry, sorry Mars. Nee, ich kenne halt Loop-Hero nicht. Ne? Ich hätte das gar nicht erkennen können. Und deswegen meinte ich, dein Kämpfer sieht aus wie Ingame-Grafik. Das meinte ich deswegen. Ja. Das also ist Emoji, also ja, das, ja ich absolut. Wusste nicht, dass es das gibt. Dass du da Loop Hero erkannt hast, holt mich komplett ab. Das ist eins der wenigen Spiele, was ich alles durchgesuchtet habe jetzt. Geil, ja, guck mal, Nischenwissen ja. Hier, ne? Nischenwissen. Ich hab's auch sehr viel gespielt, ja, aber wenn ich Max Emojis gesehen hätte, hätte ich wahrscheinlich irgendwie an Nidhogg oder so gedacht. Ja, nee. Ich dachte fair, to be fair, aber dann macht das erste Emoji. Ich wollte halt diesen Loop Hero geht immer im Kreis. Er hatte immer, doch das Kreis-Emoji. Also bei mir war es ein Kreis. Ja. Vollkommen richtig. Ich find's auch einfach. Also wer sowas abliefert, ist sofort. Ja, Loop Hero war schon. Ich glaube, Loop Hero war schon nicht leicht. Habt ihr gut gemacht? So, und Max gibt mir, glaube ich, die nächste Kategorie. Tetris 600. Ja, er geht immer die 600 durch. Alter, wieso eigentlich? Ja, warum nicht? Hätte ich euch übrigens vorher sagen müssen, mach ich jetzt, ja? Bin gut vorbereitet. Letzten 5 Fragen auf diesem Board geben doppelte Punkte. Sprich, ist schon immer nicht ganz unwichtig, wenn man wählt, aber. Verstehe ich, finde ich gut. Welche Kategorie? Tetris? Ich bin vorher auf Tetris 600. Ich hab schon mein ganzes Wasser leer getrunken. Ja, Mann. Okay, ich bin bereit. Das ist ja gut. Frage ist nämlich gar nicht so leicht, glaube ich. Ja, für 600. Für Matteo vielleicht? Ich will mich wissen, wie Halo's Master Chief mit Vornamen heißt. Angelika, keine Ahnung. Ja, was? Kann man das nur wissen, wenn man die Serie geguckt hat, oder weiß man das auch mit den Spielen? Ja, ich hatte keine Ahnung. Ich hatte überhaupt keinen Plan. Es hatte eine eigene Serie, ja, die habe ich auch plötzlich immer entdeckt. Komm, Henno, wir machen das hier, ne? Komm, High Five. Wie? Hä? Das High Five der Ahnungslosen. Ja! Dann könnt ihr euch alle High Fiven, weil es nicht so aussieht, als irgendjemand von euch plant hat. Was ist, wenn ich jetzt was Falsches sage? Dann kriegst du die Hälfte der minus Punkte ab. 300. Kann ich einen Joker nehmen? Du kannst einen Joker nehmen, der. Achso, nee, kannst Quatsch. Du nicht. Wir haben ja kein. Es gibt ja kein Risiko. Ihr kriegt da von mir aber einen Timer. Ich hätte gerne einen Telefonjoker auch. Ich wollte gerade sagen, ich würde gerne meinen Grundschullehrer anrufen, danke. Was? Dein Grundschullehrer? Der war einfach Halo-Junkie. Ist das nicht so das Klischee? Wie heißt dein Grundschullehrer denn? Darf ich noch raten? Mars ist John. Jetzt vorbei, ne? Ich möchte sagen, es war John. Ich hätte Jake oder John, hätte ich irgendwas mit J. Ein kurzer Name mit J. Jake ist es nicht. Ich habe das vor 16 Jahren geschaut. Aber John ist es. John 117. Ja, 117 wäre mir egal gewesen. John hätte ich gebraucht. Oh, Lord. Warum er John heißt, also, ne? Aber. Ist ja mega random, der. Ist einfach John. Das Problem ist, wenn ich gedacht so gedacht, hätte, hätte ich Peter gesagt. Wäre ich voll die gute Frage, wie der Master Chief heißt, dann google ich es, da steht einfach so John auf Google. Ich so, hä, die verarschen mich doch. Dann habe ich ein bisschen nachgeguckt, aber er heißt wirklich John tatsächlich. Ja. Na gut. Ich habe es gespielt, da war ich 14. Oh, die muss ich ja noch wegmachen. Das war zum Konfirmanden-Freizeitseminar. Da habe ich Halo gespielt auf Xbox. Na, Mann. Ja, ein gutes Spiel. Martin. Nächste Frage, bitte. Ohrwurm 600. Wenn Ohrwurm schon. 600. Ihr habt quasi keinen Bock drauf, dass die 600 Punkte Fragen sich verdoppeln. Triple A Songs, ne? Weiß ich auch. Ja, aber vielleicht. Würde da jetzt Potato kommen, das wäre jetzt vielleicht, so heftig. Vielleicht ja kommt so da jetzt Potato, ne? Ja, das wäre. Jede Frage hat das Potenzial, ne? Es ist, ich muss nur wissen, wann. Für die Frage. Schrödinger's Potato, solange die Frage nicht offen ist, könnte es Potato sein, tatsächlich. Ja. Ich spiel die erste Sekunde ab. Alter, ich würde sofort. Mann, wenn es nicht eine 600er-Frage wäre. Es kann ja jedes epische Spiel sein. Ne, es ist Halo. Wir wissen es doch alle. Ich habe Halo vor 16 Jahren gespielt. Nochmal.
Ich spiele mal 3 Sekunden für euch ab, ja? Alter, ich will es einfach nur sagen jetzt. Es ist Halo. Es ist. Nee. Das ist absolut nicht Halo. Das ist falsch. Verdammt. Ja, kann schon mal vorkommen, alle... aber es kommt selten vor, dass ich dasselbe Spiel zweimal in so ein Quiz reinmache. Was nicht heißt, dass es nicht passieren kann. Moment, was nicht heißt, dass es nicht passieren kann, ist schon ein paar Mal vorgekommen. Aber es ist immer unwahrscheinlicher, denke ich. Also bisher war das einfach. Ich gebe euch direkt 7, ja. Wir skippen mal 5. Das ist. Moment, kommt noch mehr an. Als 7? Kommt noch mehr als 7? Oder? Ja, 10. Es kommt noch mehr? Okay. Ja, die Trommel ist wichtig, ne? Ja. 10. Nee. Es ist Avatar, das Spiel. Weißt, dass es. Ja, okay, nee, das darf ich nicht verraten vorher, aber niemand von euch scheint eine Ahnung zu haben, deswegen kriegt ihr einen Timer von mir. Mhm. Ah ja, dann weiß ich es vielleicht, warte. unter Druck funktioniere ich besser. Ja, gut. Oh, noch 6. 5! Ich kann nicht sagen, dass in meinem Chat wusste niemand, was es ist. Nicht eine krass. Person. Oh, krass. Krass. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Weiß nicht, ob man damit rechnet, aber das hier ist South Park. The Stick of Truth? No fucking way. Doch, Tatsache. Ich dachte, Anfang bestimmt im Tempel der Zeit, so ein bisschen. Ja. So, und auf einmal kommt Trommeln. Aber das ist schon sehr nah dran an Halo. Es klingt sowas wie Grand Strategy, irgendwie sowas wie Humankind oder so, wo man so ganze Epochen durchgeht. Oder so Civ oder sowas. Earth oder so, ja. Ja, weil ich hab das. Den Song aufgemacht, so ja, gute 600-Punkte-Frage, gute 600-Punkte-Frage. Da kommt niemand drauf, gar keinen Fall. Sehr gut, 300 Minuspunkte für Paul. Ja, dafür aber darf er mir nicht die nächste Frage geben, das ist, nee, Marty, ist es nicht Dalu, müsste es diesmal sein, ne? Aber du gehst rein in so ein Quiz mit dem Gedanken, das kann mir keiner beantworten, das finde ich schon ein bisschen fies jetzt. Okay, ja, wir richtig. Jetzt. Timoji loswerden. So denn? Wir müssen Timoji 600, weil ich muss jetzt raten. Wenn sie mal abwechseln. Vor allem das letzte Mal. Nee, es ist immer random. Mist, es ist random. Mhm. Gut, aber bis hier hätte ich, also wäre ich on board gewesen. Ne? Timoji 600. Alles klar. Ah, ich muss erklären. Ich auch. Okay. Genau, wir haben Max und Paul an der Emoji-Tastatur. Okay. Martin und Dalu raten. Und das hier ist das Spiel, das ich haben will. Ich will den genauen Titel und nicht nur Franchise. Easy. Richtig. Genauen Titel, okay. Yes. Oh. Moment, mir fehlt. Das ist schon mal ein Hinweis, das ist schon mal gut. Da. Geht schon mal in eine Richtung. Oh, ich weiß es. Oh, warte. Das wird gut. Wie viel Zeit haben wir? Ihr habt schon ein bisschen Zeit. Okay. Morty dauert ein bisschen länger. Ist das schon fertig? Ja, theoretisch ist das schon fertig. Kannst du, also. Die habe ich mit reingenommen, Chat. Nur für euch, ne? Weil ich genau weiß, dass die Leute GTA tippen werden. Der. Ist schwer, ne? Aber. Warte, ich guck nochmal, ob was ich das wir ein bisschen eingrenzen. Hä? Oh! Hab ich und Dalu singen aus selbe Emote. So, und dann kommt noch. Ich darf ja gar keine Fragen stellen oder so, ne? Gar nicht um ein kleines Game, großes Game. Nö. Darf ich eine Frage an den Kommentator stellen? So. An mich? So, suchen wir ein genaues Spiel oder reicht das Franchise? Nee, ich will das genaue Spiel haben. Das genaue? Ja, ich kenne mich halt mit dem Genre-Spiel so gar nicht aus. Dann hilf mir doch noch ein bisschen, um auf das genaue Spiel zu kommen. Ja, die Grundlage ist nicht gegeben für einen. Ich guck also den genauen Titel durch. Willst du. Hat das Spiel irgendwelche Memes, die man darüber sagt? Ist das für irgendwas bekannt? Vielleicht kann man darüber. Ja.
Ja, Paul, hast du gehört? Die Frage von den anderen, was ist denn mit Memes? Digga, ich kenne keinen Memesatz, keine Memes dazu. Mann. Es ist ja eine 600er Frage. Es darf ja nicht als bekanntes sein, wahrscheinlich. Ich darf ja nicht mal das Emoji benennen, was ich suche. Wisst ihr, was ich meine? Es ist also, so, Paul, dir fällt aber nichts ein, was du da noch zumachen könntest. Das alleine würde mir schon helfen. Dir fällt ja nichts ein? Genau, alles, was also, ich dazu machen würde, würde ich, glaube ich, auf ein anderes Spiel. Also, das ja, okay, zweite Emoji ist ein sehr wichtiger Hinweis. Ja, oder? Das ist ja ein bestimmtes. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber dann ja, die letzten Emotes, ich verstehe nicht, wie die zum zweiten dazu passen, weil ich kenne keine Spiele, die glaube, in beide Richtungen. So, dann denk mal nach. Doch, 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 doch. Ja. Ja, warte, ich mach's nochmal deutlicher. Ja. Pass auf. Emoji-Schreiber ja, muss zum Ende kommen. So, und dann kriegt. Ja, ich bin jetzt beide fertig für mir einen Timer. Moment, Moment. So. Gibt es irgendwas? Nee, warte, 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 warte. Besser, besser. Eigentlich ist es so. Eigentlich ist es so. Paul, Paul, ich sag dir, wir haben ja noch einen Timer. Es gibt vielleicht so zwei Spiele, die so für mich in Frage kommen. Ja. Und du könntest vielleicht noch was dazu machen, was mir sagt, es ist das oder es ist das. Na, ich kann dir. Kann er gerne machen, aber das muss dann in 15 Sekunden passieren, oh, weil der Timer los läuft. Pass auf, ich mache was hin. Ich bin bereit, ich habe noch 8 Sekunden. Was nicht dabei ist, sozusagen. Ach so, damit geil. Zum Ausgrenzen, ja? Wir werden noch 2 Sekunden machen, nichts. So, wir sind, nee, wir sind gelockt. Wo ist das? Ja. Ich hab mich am letzten Emote aufgehangen. Es tut mir leid. Gelockt. Das aktuelle letzte? Ja, das aktuelle letzte. Das ist doch ein, oder? Ja. Zeigen wir euch mal an, was ihr getippt habt. An Emojis. Ja. Das ist einmal das hier und einmal das hier. Ah, da fehlt ja die Hälfte. Da fehlt die Hälfte. Okay, aber ich sehe eine Ziellinie und eine Ampel. Also ich kenne Spiele mit Polizeiautos. Das ist, ja. Und das hier sind die Antworten. Aber einmal Autobahn-Polizeisimulator und einmal Need for Speed Most Wanted. Jawohl! Was? Es war, glaube ich, relativ offensichtlich, dass es nicht GTA ist. Das war der kleine Bait. Need for Speed Most Wanted. Wie ist denn eine Ampel Need for Speed? Ach so, weil die das Rennen anfangen. Paul, genau ja, sowas wollte ich auch haben. Hättest du eine Ampel niedlich genommen oder eine richtig Pistole, dann hätte es ist Need for Speed Ampel Most Speed Wanted. Hier, der Track-Läufer. Genau. Und Pistole hatte ich gefunden und das war das, was ich als letztes okay, machen wollte. Und dann hätte man einfach noch irgendwie ein Größerzeichen irgendwie vor genau das Polizeiauto machen können für Most oder so. Das war. Ja, das keine Sonderzeichen. Ja, genau, ich habe erst Need for Speed gehabt, dann sagt Paul, ich mache noch was dazu. Polizeiauto, Polizeiauto, Polizeiauto. Okay, Most Wanted. Lustigerweise waren die Emojis von die Emojis von Max waren sogar ein bisschen akkurater, fand ich so. Also, ja, fand ich, aber ich hatte, ich habe wenn man weiß, wie sind die gut, wenn man weiß, wie sind die gut. Also bei Paul war es Autobahnpolizeisimulator. Bei Paul war wirklich Autobahnpolizeisimulator am Start. Paul die ganze Zeit bei GTA, auch noch so mit diesen 4 Sterne oder so. Aber er hat halt nie eine Pistole GTA, da. Ja. Aber er hat nie eine Pistole dazu gemacht. Ja, geht sie an mit 6 ist ja, ne? Ich habe die ganze Zeit einen Polizisten-Emoji gesucht, so, wo ein Typ so ein Polizist steht. Egal, aber das Auto war eh besser. Ey, ich weiß auch gar nicht, warum ihr diskutiert. Meine haben geklappt, also alles gut. Ja, war eine 600er Frage, ne? Auch nicht einfach. Das stimmt. Paul. Ja, komm, gib mir bitte den nächsten. Das war übrigens mein erstes Let's Play. Erstes Let's Play. Da kommt dein Name von her, oder? Autobahn-Polizeisimulator? Nein, das war mein letztes. Danach habe ich. Ja, ich dachte mir, es muss ein unbekanntes Spiel sein. Ich dachte, so ein Kacksimulator könnte hinhauen. Paul, sorry, hast du mir eine Frage gegeben? Pass auf, ja, Schnappschuss 600. Pass auf, was Schnappschuss du sagst, 600. Na gut, ist egal. Es gibt Entwickler, die sprechen einen dann auf einer Branchenparty darauf an, warum man das Spiel so durchbeleidigt. Da musst du aufpassen mit dem Wording, Martin. Das können, sie gerne machen, das ist okay. Das passiert. Ja. Mal gucken, ob ihr über das nächste Gaming was zu sagen habt. Kriegt einen Screenshot von mir. Sagt mir bitte, welches Spiel dargestellt ist. Screenshot ist hier. Oh. Man sieht's. Hä? Death Stranding? Immer so Kackspiele. Da steht doch Fred Riley. Absolut richtig. Ja. Absolut korrekt. Das ist die Dusche im Compound. Die Dusche im Compound von dieses Death Stranding. Ich hätte Walking Simulator gekannt. Ja, Walking Simulator hätte ich vielleicht auch zählen lassen. Da hätte ich das Spiel erschließen können.
Nee, aber Death Stranding ist... ich war erst verwirrt, weil die Qualität so... Absolut ist. Ich dachte erst, ich hab der Svenny gesagt, dann dachte ich mir so, oh fuck, ist vielleicht doch ein Retro-Game, aber doch, da steht der Fragile. Das ja, vielleicht ist das Screenshot, den ich mir rausgezogen habe, einfach scheiße so, aber... Ne, Spiel ist richtig. 600 Punkte für dich. Stark. Und Max, gib mir die nächste Frage. Ich bin voll aufgeregt gerade, ne? Ich weiß gar nicht, warum. Tetris 600. Tetris 600 haben wir schon gemacht. Ist grau. 500 können wir gerne machen, ja, das geht. Okay. Einfach nochmal dieselbe Frage. Vielleicht jetzt eine Anno-Frage von mir. Ich weiß nicht, ob ihr alle Anno gespielt habt. Ja, klar. Alter, 1702. Paul, das ist mein Fachgebiet. Gib mir eine Kaffeepause, sonst hole ich die. Ja. Welches exakte... Nee, das ist falsch geschrieben. Welche exakte Jahreszeit? Jahreszeit? Hä? Jahreszahl. Genau, das haben wir falsch reingeschrieben. Welche exakte Jahreszahl müsste im Titel eines Anno stehen, welches im 14. Jahrhundert spielt? Aber da muss man ja rechnen können. Ich war sehr verwirrt, warte mal, weil der Jahresziel steht. Ich war wahrscheinlich falsch reingeschrieben. Das war doch immer die gleiche Summe, ne? Wenn man die addiert hat. Scheiße, ist schon vorbei. Hä? Ja. Es müsste 1404 sein, weil die Quersumme ist immer 9. Richtig, ja. 1404? Und so halt, oder? Ist falsch. Ja, bei der Quersumme war ich mir jetzt nicht sicher. Aber es stimmt doch. Nee, 14. Jahrhundert. Oh. Ach, 14. Jahrhundert! Ich schmuck! Aber ich weiß nicht, 14. Jahrhundert! Warte! 13. Jahrhundert! Fix, Mann! 1305 ist natürlich absolut richtig. Krieg ich die Hälfte? Tut mir leid, aber 14. Jahrhundert ist 1300 bis... Also 1301, glaube ich, bis 1400. Und das gibt's ja schon, 1404. Vor allem, ich erklär's auch noch für den nächsten, ne? Geil. Oh, das ist aber auch gemein. Also, ich weiß es ja eigentlich, dass das richtig ist, ne? Da denkst du ja nicht dran, den Moment, Alter. Oh. Denk mal nicht dran, ja, gesagt, 1404, aber 1404 gibt's ja bitte tatsächlich. Bitteschön, ne? Bitteschön. 1404 gibt's. Nicht so einfach machen. Ich dachte, 1305 ist fiktional. Ich weiß nicht sicher, welche Quersumme das war, ob 8 oder 9. 9. Ja, es ist immer die 9. Die halt genau, 9 ist richtig. Jetzt, die dritte jetzt Zahl. Ich bin geflamed, weil Anno voll mein Game ist. Ich kann den Chat schon sehen. Oh boy. Quersumme 9 ist richtig. Normalerweise ist die dritte Zahl eine 0. Ich glaube, die einzige Ausnahme ist 2070, weil 2007 wahrscheinlich ein bisschen langweilig gewesen wäre. 1305 war korrekte Antwort. Dalu kriegt 500 Punkte. Und Marty gibt mir die nächste Frage. Das schmeckt. Das war gemein, ja, das waren verdiente 500 Punkte, Dalu. Das war gemein. Ja, weil ich muss mich erstmal von dieser Niederlage erholen, ne? Das war echt traurig gerade. Ich nehme mal Ohrwurm 500. Ohrwurm 500. Alles klar, kriegt da wieder die erste Sekunde von mir. Guck, ob die reicht. Jetzt kommt wieder was Kirchliches. Oh, das weiß ich. Das weiß man doch. Das weiß ich. Das habe ich doch super oft gehört, aber was ist ich das? Ich auch. Hä? Warte mal. Oh, ich bin so nah dran. Das hört man doch oft. Das ist doch was Gängiges, oder? Ah! Escape from Tarkov. Nein, ja. Also Nur der Moment, als geknallt hat in der Großhörerin, das war so satisfying. So. Stelle. Ja. Absolut richtig. Es ist EFT. Zack, 500 auf dein Konto. Ja, stark. Ich habe nie EFT gespielt. Ich wusste nicht, ob. Aber, ne, hört man wahrscheinlich immer im Hauptmenü oder so. Trotzdem sehr starke Antwort und. Ja, alle. Du hörst auch sehr lange. Und Dalu gibt mir die nächste Frage, bitte. Teamoji, weil die letzten 5 Fragen geben ja doppelt, ne? Deswegen machen wir Teamoji 400. Das ist bisher meine Lieblingskategorie, muss ja, ich sagen. Ja, ist auch. Darf ich schreiben? Ach, ich muss wieder entziffern. Du darfst die Emojis reinmachen. Okay. Genau. Ah, okay. Erno macht Emojis. Paul macht Emojis. Dann wieder die gleiche Aufteilung. Dein Fachgebiet. Mal gucken, ob du den Titel hier beschreiben kannst. Ich brauch wieder nicht Franchise, ich brauch den genauen Spieletitel. Wichtig. Okay, das heißt, es ist ein Spiel, also ein Franchise mit mehr Titeln. Etwas was? Oh, gibt's hier? Schwierig. So? Ganz schwierig. So? Ja, okay, ich rate da mal. Oh, wo sind denn so geile Sachen? Ja. Also so warte mal. Oh, ich hab vielleicht eine Idee.
Ich habe vielleicht eine Idee. Das gegnerische Team sieht ja nicht, was ich hier mache, oder? Doch, überhaupt nicht. Ich sehe das. Du solltest dir da wirklich... Oh, das ist ja scheiße. Das gegnerische Team hat keine Ahnung, was du machst. Sehr gut ausgezeichnet. Dadurch wusstest du. Ich sehe es. Oh, du hast das Emoji genommen als erstes. Ja, jetzt mal ruhig. Ja? Ich muss mich konzentrieren. Ja. Komm, es wird doch wohl so ein Ding geben, oder nicht? Ich finde die Emojis nicht. Wo ist da. Denn? Aber ich weiß, dass es die gibt. Ja, ja, aber jetzt brauche ich mehr. Ja, ja. Wo sehe ich? Da, so, warte. Aha, aha. Ja, warte. Insane Kombination jetzt. Das ist so. Auch wichtig. So. Das hilft vielleicht auch schon. Und also jetzt? Wenn du denkst, das hilft, dann bist du fertig. Ja. Macht schon Klick? Ich kann gerade nicht gucken. Nein, gar glaube nicht. Schon. Also wenn du... Nee. Ich sehe es. Paul, ich okay. Sehe es vor mir. Ich hab's echt. Alles klar. Ich glaube, das verwirrt. Ich fühle das auch. Ich guck trotzdem, ob ich noch was finde. Ja, du musst noch mal ein bisschen durchgehen, Max. So, time is ticking. Ich weiß, welche Emoji ich will, aber ich finde sie nicht. Also, dann machen wir es simpel. Wir machen das so. Und dann machen wir es so. Und dann... Ich geb euch jetzt einen guten Tipp, ja. Ihr könnt natürlich immer auf dem zweiten Bildschirm eine Emoji-Seite aufmachen und da einfach suchen. Ne? Dann könnt ihr die copy-pasten. Ist vielleicht auch nicht ganz dumm. Das ist natürlich Big Brain. Das ist insane. Danke. Das stimmt. Hallo, warum kriegen die jetzt Hilfe? Zeit? Danke, das verschnellert den Prozess. Ja. Wie hieß denn dieses eine... Warte mal. Ey, bitte ganz kurz, ja, ganz kurz. Ich weiß genau, was ich machen will. Okay. Hallo, Chiri. Pass auf. Pass auf. Das ist so... Ich verwirr damit auch nicht. Pass auf. Ich glaube, so, du kriegst jetzt noch ein Emoji, das du reinmachen kannst. Ja, 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 und dann das reicht mir. Dann also, steht Martin Emoji ist bestimmt da drin, also Spielstunden hat das Spiel. Ja, wir sind jetzt bei 17 gerade. Die ganze Lore, ich also, gleich sehen. Darf ich sagen? Du darfst bitte gar nichts. Also, du darfst leider gar nichts. Nein, jetzt ist weg. Sekunde. Was? Ich mach Backslash und hier kommt alles rein. Ihr kriegt jetzt gleich ein... Na, Martin, du musst jetzt leider irgendwie improvisieren. Nein, eins doch. Ja, also jetzt ich leider den Timer an. Ich es ist so was? Lustig, das nur zu hören. So. Und. Es tut mir leid, dich zu enttäuschen. Nein, das. Denk nochmal nach. Nee, wie? Was? Nein, ich wollte gerade noch. Okay, es ist vorbei. Ich will jetzt sehen, was Henno hat. Bitte mach das mal. Da fehlt ein wichtiges Detail. Das möchte ich schon mal vorab sagen. Guck mal. Zufallswahrscheinlichkeit und so, ne? Man könnte, wenn du jetzt nochmal versuchst, von null die Sache anzugehen, so nochmal Kopf freimachen und nochmal. Nee. Versuchen. Nee. Bitte. Zeigen. Versuchen. Nachzudenken. Nee. Ja, gut. Nee. Ja, dann hilft's nicht. Nee. Guck mal, was Paul gemacht hat. Was das? Ich hoffe, das Spiel. Und das ist, was Henno gemacht hat. Was ist denn das Moment, Game? Warum hat er da... Nicht lachen, erstmal nachdenken. Ja, Moment, hat er da wirklich ist das ein grüner Kasten? Kann ich schon mal sagen, Minecraft war nicht die richtige Antwort. Hey, hätte ja sein können. Aber der grüne Block, vielleicht auch nicht schlecht. Ne. Aber Legend of Zelda Ocarina of Time. So nämlich. Absolut richtig. Aber da hast du keine Elfe gemacht, Henno? Warum hast du keine Elfe gemacht? Hey. Naja, ich dachte, die Zipfelmütze nur in grün. Und dann die Uhr. Also Weihnachtsmann, grüne Zipfelmütze. Deswegen habe ich ja gesagt, Kombination. Ich habe ja gesagt, das erste ist eine Kombination. Das hat Vless nicht gehört. Und ich dachte, vielleicht hast du es gehört. Und nee, dann weißt du schon mal, okay, safe Zelda. Safe Zelda. Nee. Und dann fehlt nur noch welcher Teil. Und dann die Uhr. Time. Ja, das war ein bisschen abstrakter an die Lösung reingegangen, aber ich fand's trotzdem gut. Danke. Wir schließen hier mal und Paul gibt mir, glaube ich, die nächste Frage. Ja, ist das witzig. Schnappschuss 200, bitte. Schnappschuss 200. Das ist entspannt ist hier. Ja, ein bisschen Entspannung. Also rein, mittlerweile Schnappschuss mag ich Emoji auch. Ja. 200. Kriegt ihr einmal ein Screenshot von mir, wie immer. Gib mir bitte den genauen Spieltitel. Aufpassen, dass sich die Luft nicht anhält.
Ja, halt am besten die Luft an. Hier wird's gleich brenzlig. Den genauen Zack. Spieltitel. Oh Mann, ich war wieder eine Millisekunde zu, Entschuldigung. Ja, und? Das ist Minecraft. Mist! War auch ein bisschen gemein. Das war ein bisschen gemein, aber Minecraft ist absolut richtig. Also boah, ist Minecraft. Ich war zuerst so, oh mein Gott. Das habt ihr damals mein oder rot oder gelb? In meiner Informatikausbildung. In meiner Informatikausbildung hat mir mein Lehrer mal so ein Video gezeigt, wie jemand mit Redstone in Minecraft quasi kompletten Gameboy nachgebaut hat und programmiert hat. Und dann kommt man in Minecraft Pokémon spielen. Dachte, es ist ein guter Bait, Paul ist nicht drauf reingefallen, kriegt 200 Punkte. Aber wäre nicht theoretisch Pokémon also auch richtig gewesen, weil theoretisch siehst du Pokémon-Game. Theoretisch ist es trotzdem absolut falsch, weil alles, was außen rum ist, wirst du nie in einem Pokémon-Game sehen. Ja gut, deswegen, well. Nee. Also da hat er auch mehr als 200 Punkte verdient, finde ich. Aber ja, finde ich auch, danke. Also da wir das jetzt kurz zur Debatte stellen. Ja, das kannst du dir jetzt irgendwie, vielleicht kannst du es aufschreiben oder so, Paul, aber du kriegst trotzdem nur 200 Punkte. Ja. Okay, ja gut. Ja, komm mal jetzt auf den Zettel, komm. Danke, jawohl. Dalu. Ah, sehr gut, Max. Gib mir nächste Fragen. Ja. Schnappschuss 500, bitte. So, Minecraft. Schnappschuss 500, bitte. Jetzt ist es Pokémon mit einer Minecraft-Mod. Jetzt ist es Pokémon. Bevor die jetzt kommt, ich stelle einfach. Nee, warte, ich bin noch nicht so weit. Nee, mach weiter. Was willst du denn, Paul? Nee, ist schon okay. Ich schreibe Mati okay? und Henno eine WhatsApp. Warum? Und Dalu natürlich auch. Also, wir wollen mir alle eine Kaffeepause geben. Wir geben dir alle Pause. Ihr kriegt erstmal einen Screenshot von mir. Bevor ich find's gut, dass Max auch direkt sein Handy nimmt. Hab da einmal hier. Hallo, ja, und Leute. Weißt du, was ich sehe? Ja. Oh, was? Es gibt what? Zwei Spiele, die darauf passen. Willst du mich jetzt verarschen? Nö. Und ich will auch nur eins tatsächlich. Ich gucke noch nie wieder auf mein Handy, also. Was? Es gibt zwei Spiele. Es gibt Zack McCracken und das ist Day of the Tentacle. Das ist ja. Auf jeden stark. Fall Day of the Tentacle. Also jetzt und 500 Punkte wert. Ich mal kurz meine WhatsApp. Weil die Szene gibt es in beiden Games, oder wie mit anderem Charakter? Nee, das sind so beide Spiele, oder? Die ungefähr zur selben Zeit gespielt wurden. Day of the Tentacle und Zack McCracken. Das sind so die beiden Point-and-Click-Adventures, die auch ich viel gespielt habe. Genau. Und die ändern natürlich alle so einen ähnlichen Stil. Ja. Day of the Tentacle ist, glaube ich, so mit Monkey Island auch das Point-and-Click-Adventure, oder? Ja, aber ich glaube, Leute, die auch ein bisschen länger schon spielen, Zack McCracken kennt man auch, aber es hat keinen Remastered bekommen. Ich glaube, das gibt es sogar noch mal neu. Day of the Tentacle hat, glaube ich, sogar noch eine Neuauflage bekommen. Aber das weiß ich nie ein Point aber ist gespielt. 500 Punkte wert. Ja, das Spiel ist auch sehr alt. Das habe ich auf meinem ersten PC damals gespielt. Das ist, also, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht. Anstatt 19 irgendwas. WhatsApp-Energie zu verschwenden, ich sage nur, hallo. Irgendjemand hat schon 3000 Punkte. Wie ging das mit der Kaffeepause nochmal? Ich frage von Freunden. Ihr müsst mir einfach sagen, ich würde gerne jetzt eine Kaffeepause reinhauen. Oder ich würde jetzt gerne Punktezahl verdoppeln. So, ihr könnt quasi vorher immer Bescheid geben. Ihr könnt irgendwas draufklicken. Das ist leider noch nicht im System drin. Ne? Und was war volles Risiko nochmal? Also ich habe es wirklich vergessen, muss ich sagen. Volles Risiko, der Name ist ein bisschen irreführend, aber ihr kriegt einfach 200, nee, nicht 200, ihr kriegt doppelte Punktzahl, wenn ihr die nächste Frage richtig beantwortet. Und nur ihr. Aber das muss man machen, bevor die Frage gestellt wurde, ne? Okay. Genau. Kannst quasi jetzt sagen, volles Risiko. Wählst die nächste Frage aus so viel oder jemand anders macht das? Moment, nee, aber nee, die Frage nee. Darf schon ausgewählt sein. Und Kategorie nee. Meinst du? Die Kategorie darf schon ausgewählt sein, aber man darf die Frage noch nicht sehen und ich darf das immer noch machen? Ja, solange die Regel ist immer, solange du das Board hier noch siehst, kannst du jederzeit Bescheid geben. Okay. Können wir die Kaffeepause entfernen für einfach so für eine lustige Session? Für eine lustige Session. Ja, die kann entfernt werden, indem die Leute die benutzen. Ne? Das ist sehr praktisch. Aber macht man die Kaffeepause vor oder nachdem die Kategorie genannt wurde? Na, solange du das Board noch solange siehst. Das Board also, wenn siehst, ich jetzt zum Beispiel dran wäre und sage Schnappschuss 400, kannst du immer noch sagen, Kaffeepause für Dalu. Achso, Im Idealfall gibst du mir die schon vorher, ne, und du sagst direkt, okay, jetzt Kaffeepause, weil bei Timoji zum Beispiel gibt Kaffeepause halt keinen Sinn. So. Vielleicht hattest du die Regel erzählt, dass nur ein Kaffeepause pro Person, pro Board, war ja so, ne? Das ist, da kann ich mich nicht dran erinnern, tut mir leid. Ich dachte, ich habe das gehört. Nee,
Aber was ich gerne hören würde, wäre eine nächste Frage von Marty. Vorher möchte ich gerne eine Kaffeepause für Dalukat anmelden. Alles klar, Christian. Kaffeepause ist weg. Dalu, danke. Du setzt leider aus. Danke. Grüße. Martin, du gibst mir die nächste. Ja, vielen Dank. Die nächste Kategorie. Wenn Timoji drankommt, dann zählt die Kaffeepause logischerweise beim nächsten Mal, Dalu. Weil da kann ich dich nicht aussetzen lassen. Ja, doch, möchte ich dann aber. Dann hat mein Team Pech. Auf Protest. Dann setze ich halt manuell aus. Ja. Die letzten fünf möglich, Runden sind doppelte Punktzahl und dann kann man auch noch volles Risiko machen, gell? Okay. Richtig. Dann nehme ich mal Synchronsprecher 500, glaube ich. Synchronsprecher? Ja, glaube ich. Weiß nicht. 500. Ja. Spezielauscher, ihr kriegt hier wieder nicht 1, 3 und 5 Sekunden, sondern direkt den kompletten Teil. Ich hätte gerne den genauen Spieletitel. Ori. Ori. Salam. Salam. Amade. Amade. Ori. Laubs. Age of Empires 2. Das sind die Perser. Ha. Age of Empires 2. Krass, okay. Absolut richtig, 500 Punkte. Danke. Krass. Gut. Ja, hättest du auch gewusst, Dalu, ne? Nee. Konntest leider nicht buzzern gerade wegen Kaffeepause. Nee, überhaupt gerne nicht. Gerne mehr Multiplayer-Spiele. Ja, Age of Empires ist damit jetzt noch vorbei. Und, ist ein Strategiespiel, nicht ein Point in Klick. Ja, es ist ja schon relativ breit aufgestellt. Es ist ja schon relativ breit aufgestellt. Es ist sehr breit aufgestellt. Versucht zu allem irgendwie so ein bisschen was mit reinzunehmen. Jetzt könnte man theoretisch noch eine Kaffeepause, also eine andere Person könnte jetzt ja, auch eine du, also du nicht mehr? Nur eine Nachfrage, okay. Mhm. Du nicht mehr? Aber Martin, wir beide sind doch ein Team hier, oder? Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Angst, du. Paul, unsere Teamoji-Runden. Du erinnerst dich doch, oder? Die sind super. Ja, Dalu, wenn du schnell eine Frage willst, ne, dann kann vielleicht keiner irgendwas sagen. Ja, du willst eine Frage. Dann nehme ich doch Ohrwurm 400. Ohrwurm 400. Muss ja jetzt so viele. Keine Kaffeepause? Oh, schade. Ich bin auch irritiert, naja. Ich dachte, ich nicht eine. Bei Ohrwurm. Ohrwurm war nicht Dalus Stärke. Ja, deswegen war der Babe. Nummer 1. Ich glaube, bei 3 Sekunden habe ich es. Außer Henno kriegt sie jetzt. Oh! Wow! 3 Sekunden, okay? Sehr oft in meinem Leben gehört. Aber welches? Super Smash Brothers Melee. Also Super Smash Brothers Melee. Bros. Melee. Ist es das wirklich? Ja. Das war falsch. Was? Hä? Nein. Warte mal. La, 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 la. Nein, das war das Meme. Das war das scheiß Meme und das war ein neuerer Teil. Nein! Dann Brawl. Super Smash Bros. Brawl. Wollt ihr mich verarschen? Ihr wisst es nicht, ihr seid doch die Nintendo-Leute. Ja, aber. La, 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 la. Da, la, 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 la. Bing. Scheiße, Super Mann. Smash Brothers. Deswegen würde ich halt 3 Sekunden haben. Wir machen keine Kaffeepause. Ja, knapp daneben ist leider auch vorbei, aber Dalu kriegt 400 Punkte. Scheiße. Weil das Ding ist, Melee ist das einzige Spiel der Reihe, was ich gespielt habe. Deswegen war ich mir ultra sicher. Ich war wahrscheinlich bei der Info sogar kurz beim N64, wo die Master Hand diesen Mario aus der Schublade zieht. Hätte auch noch gepasst. Ja. Also ich würde auch davon ausgehen, dass Melee wahrscheinlich ein relativ ähnliches Theme hat, oder? Die werden sich nicht so hart anerkennen. Mir ging es nur darum, dass es einen hohen Wiedererkennungswert hatte bei mir und ich von mir wusste, dass ich nur Melee mein ganzes Leben gespielt habe. Aber dieses scheiß Meme hat es mir kaputt gemacht. Ja, und das scheiß Meme. Ja, tut mir leid. War leider trotzdem falsch. Paul gibt die nächste Frage. Aber krass, dass die anderen das so gar nicht anscheinend. Ich spiele kein Nintendo, ne? Ich bin gespannt, ob es funktioniert, aber ich nehme jetzt trotzdem volles Risiko, Team Moji 300.
Volles Risiko. Wenn du mit mir kommst, Paul, ich werde nichts reinschreiben. Ach, das ist auch ein bisschen. Ja, volles Risiko bei ja, Emojis natürlich, weil irgendwer, ja, müsst halt erstmal richtig raten. Aber es ist aktiviert. Und Emoji 300 geht an. Hast du Glück. Max macht den Text, Paul macht Emojis. Und im Team Blau die ist es Dado mit Emojis, Martin mit dem Text. Okay. Und das Game, das ihr mir hier durchgebt. Ich hätte natürlich trotzdem gespielt. Paul und ja, Dalu. Habt ihr vielleicht schon mal gespielt? Guck mal, Dalu. Vielleicht auch nicht, ne? Wer weiß. Machen, ne? Ich hätte eh gespielt, das war nur Trash Talk. Oh. Ihr seht's jetzt. Ich darf jetzt nicht aufs Overlay gehen, ne? Ich muss in meinem Fenster hier bleiben und ja, dann tipp mal da in deinem. Achso, ja. Wir machen ohne Overlay siehst du auch. Im Overlay siehst du das auch richtig normalerweise. Das Overlay ist auch in deiner Ansicht. Okay, also da sehe ich jetzt nicht das Spiel aus Versehen oder so. Okay. Nö. Da siehst du nicht. Diese Emojis zu suchen die Overlays, ist unmöglich, ey. Die ja. Overlays sind auf euch angepasst. Aha, ihr seht da nur das, was ihr sehen dürft. Okay. Ja. Eins noch, dann habe ich's. Ja, ich weiß, dass du es dann hast. Aber ich muss nur das Richtige finden. Entschuldigung, das. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Wohl gehen, ja, das oder? Kann schon sein, dass du es weißt. Also es wäre schon fertig. Ich muss nur ja, noch ich mal glaub, suchen. Ja, ich glaube, ich weiß es tatsächlich. Dran, dass ihr auch immer so vorher schon tippen. Besser. Ihr könnt vorher schon. Ich bin mir ziemlich sicher tatsächlich. Vielleicht okay, noch nein. Eins. Ich dachte, da kommt was welches anderes. Element in der Umgebung stattfindet? Ich kann dir noch was raussuchen. Verarschst du mich eigentlich gerade? Nein. Dann bin ich mir nämlich sehr sicher. Warte, ich versuche noch was dazu zu machen. Willst du vielleicht anstatt dem letzten Emote, also steht das letzte Emote für was Größeres, wo das. So was? Ihr redet mir gerade okay. Zu viel tatsächlich. Ja, du hast recht. Okay, ich war vollkommen auf dem Holzweg. Scheiße. Gut, dass du die nochmal reingespammt hast. Aber einen Bonus darf ich noch machen, ne? Verarschst du mich gerade? Nein! Ich muss was suchen. Ich hätte jetzt mit. Ich glaube, da gibt es ein besseres Emoji für, wenn es das ist, was ich denke, was ist. Ich hätte jetzt mit einer Welle oder so gerechnet. Aber ihr könnt jetzt gerne noch weiter ein Emoji dazu machen, wenn ihr wollt. Ja, lass mich wirklich noch kurz was suchen. Das ist nicht so einfach, wenn man über das Ding geht. Dieser Stress. Ich bin schon in der richtigen Dingens, aber ich finde. Wo sind die Küche? fühle ich sehr. So, warum? Ich weiß, es ist in die richtige Richtung. Vielleicht hilft das mehr? Wenn ich eingeben könnte, wäre es einfacher. Das Gleiche. Nein. Okay, aber es sieht auch ganz anders aus jetzt hier. Es hat eine andere Farbe. Ich find's nicht. Ich find es nicht. Aber gibt's nicht mehrere Dinge, die da reinpassen würden? Beschreibst du die Umstände oder sind es wirklich so Anlehnungen an die Wortteile Nee, stopp. Ihr redet mir zu viel. So. Kannst du mir auch auf WhatsApp hier. Schreiben? So, ich log euch jetzt beide. Zack, keine Emojis mehr. Ihr gebt mir jetzt eure Inputs. Ich konnte leider nicht mehr, ich konnte nichts mehr, es wurde gelockt. Tippst du jetzt was ein? Weißt Achso, du jetzt, ja. Also, das wird falsch jetzt sein, aber das war meine Interpretation, es tut mir leid. Aber nee, warte, gerade bei dir habe ich gedacht, dass. Nee, es ist safe falsch, ich bin so sauer. Weil man tippt was ein und weiß, es ist falsch. Also, dieses Emoji-Ding, ich finde, wir sollten das canceln. Ich bin auch kein Fan von. Das ist super witzig. Ja, ich finde es also für mich ist so absurd klar, was ist. Ihr habt jetzt einen Timer. Na, ihr könnt gerne nochmal. Ich dachte eigentlich auch, meins ist safe. Meine Version ergibt Sinn, finde ich, aber ich glaube, dafür hätte man andere Emojis. Nimm doch einfach die Emojis, die ich gemacht habe. Aber das Ding ist, dann hättest du locker was anderes. Also ich weiß halt, dass. Ihr seid alle eingeloggt. Ist gelockt, ne? Ihr seid alle aber eingeloggt. Aber es gibt doch kein Dead Sonne. So. Was denkst du, macht denn der Fall? Ihr habt tatsächlich relativ ähnliche Dinge. Ihr habt tatsächlich relativ ähnliche Dinge an Emojis benutzt. So. Das sind die Emojis. Ja. Ey, das ist auch gut, Paul. Finde ich nicht schlecht. Er hatte auch mal vier Messer. Genau. Ich hatte auch mal vier Messer. Emojis sind exakt gleich. Ja. Ihr habt zum einen Death reingemacht. Und da seid ihr dann halt auf die beiden Sachen gekommen. Ja. Ich dachte, Dead Island, Dead Space. Das stimmt. Die Sonne ist im Space. Richtig. Die Sonne ist allerdings auch Daylight. Dead by Daylight. Und ihr habt es leider alle falsch. Es gibt es ist wirklich sonnenklar. Also ein Totenkopf, ein Pfeil und eine Sonne und vier Messer, Martin.
Ja, also die Emojis, die Emojis man, waren gut. Ne? Vielleicht Zelda noch Blut, aber ja. Gibt's ein, es war schon, gibt's Strom? Es ist glasklar, ja. Ne, aber wenn man halt nicht im ersten Moment dran denkt, ist es schwer. Ich dachte halt, wir beide hätten wieder gehalten. Ein Haken. Ein Haken, glaube ich. Ja, alles gut, Martin. Er hat einen ersten Totenkopf und eine Sonne und da dachte ich Death Stranding, weil da hätte ich jetzt so gesagt, ja, mach nur eine Welle oder so. Und dann habe ich ein Messer und gemacht. Dann hat er vier Messer gemacht. Paul, wir beide hätten auch die Kategorie wieder gehabt. Wir hätten das gewonnen, das war mein volles Risiko jetzt. Ich gebe hier... Ja, das volle Risiko ist auch weg. Ja, also, was heißt das, ihr hättet weg. Gewonnen? Ich habe ja nur so eine Kaffeepause, hallo? Ja, nein, diese Teamoji-Runde da. Ey, aber weil wir gerade bei dem Thema sind, damit er sich nicht anstrengen muss, ey, noch eine Kaffeepause für Dalu, bitte. Okay, aber später gibt es auch noch doppelte Punkte, ne? Just Ach, das ist jetzt... Jetzt ja. Fand ich, du hast Kaffeepause also, ist weg. Wer von euch mir jetzt die Kaffeepause gibt, der bekommt die nicht bei den doppelten Punkten von mir. Siehst du? Ja. Paul hat Kaffeepause schon benutzt. Ja. Dalu ist im Aussetzermodus und Max, du gibst mir wieder die nächste Frage. Tetris. 400. Sehr so, gut. 400, das klingt gut. Oh, goldene Frage. Was heißt das? Goldene Frage ist so ein kleines Extra-Ding. Wenn ihr diese Frage richtig beantwortet, dann kriegt ihr einen Joker dazu. Joker ist sehr viel wert. Ne? Ja, kann mehrere hundert Punkte wert sein. Der Joker aktiviert nämlich ein extra Minigame, das ihr mit einem weiteren Mitspieler spielen könnt. Sprich, wenn ihr diese Frage richtig beantwortet, könnt ihr euch danach jemanden rauspicken und mit demjenigen so ein kleines Minigame spielen, um Punkte. Derjenige, der gewinnt, zieht dem anderen ein paar Punkte ab. Mega. Yes. Da durfte jetzt jeder wieder mit ran, ne? Weil goldene Frage und so, ne? Nee. Ist sehr unglücklich für dich, Dalu, aber nein. Sie haben versucht. Das heißt, Dalu darf man auch nicht auswählen, oder? Dalu darf, der wird den Handschuh nicht kriegen. Die Frage ist folgende. N64 Cartridges erscheinen üblicherweise in schlichtem Grau. Welche Farbe trägt die Majora's Mask Cartridge? Aber... Sehe ich aus, als wäre ich 90, oder was? Ey, sei mal nicht so. Hallo, was soll das? Warte, bitte 90. Eine Kaffeepause von mir. Das ist gut, denn wählt es nicht strategisch. Ihr könnt, ihr wisst das alle nicht. Ich sage einfach, sie ist rot. Nee, schade, aber ich habe trotzdem, es gibt ja nur 200 Minuspunkte. Ja, die rote Cartridge war tatsächlich eine richtige Seltenheit. Die gab es nämlich nicht wirklich oft. Es gab nur fast Stadium. Nur graue. Aber Pokémon Stadium war rot. Leider nicht. Wie war das? Genau. Ja. Ich wusste, ich kannte witzig, eine rote. Wenn sie grau wären, ne? Ja, wäre witzig. Das wäre witzig, ja. Wenn man einmal gebuzzert hat, darf man nicht mehr, ne? Das ist richtig. Ach, warum hat Paul jetzt 200 Minus bekommen? Ist das bei der Goldenen so? Ja, du kriegst immer nur die Hälfte. Ach so! Das war schon, das hat er von Anfang an erklärt. Ja, Entschuldigung, ich hab nichts falsch beantwortet. Es war vorher sogar, glaube ich, noch weniger. Dann hätte ich ja voll reinbieten können. Aber das waren 200 bei dir, ne? Ich glaube, ja, ja, war richtig. Sehr gut. Martin. Ich möchte es auch versuchen, weil ich habe ja nichts zu verlieren. Doch, Punkte. Ich sag, die ist grün, weil so Dschungelthema und so. Dalu schüttelt den Kopf, also ist falsch. Die ist auch nicht grün, leider. Die ist auch Schade. Nicht grün. Ah, das war, glaube ich, mein nächster Guest gewesen. In will noch wer? Ja, ich! Ja, du! Ich will! Ja, tja, Henno. Ausschlussverfahren, ne? Und du kannst jetzt einen Timer. Sind doch alle Farben weg sonst. Ich könnte jetzt raten, aber das ist mir nicht wert. 5. Bitte. Ja, kriegt wahrscheinlich keine Antwort. Mann. Und die Frage war so passend. War sie? Die war lila? Sehr passend, ne? Weil es eine goldene Frage war. Ist die lila? Das ist die goldene Frage, ja. Oh nein. Also, sie war gold. Cartridge ist gold. Okay. Grün könnte lila. Sogar Turok gewesen sein. Rot war Pokémon Stadium. Oder Turok war schwarz, glaube ich. Ich glaub's auch Turok noch. War auch grau. Aber es gab ja, ich schwarze. Gedacht, ich hätte gedacht, vielleicht lila-grün wegen dem Design, so, ne? Aber. Ja, nee, aber das war die einzige, die Gold war. Es gibt ja auch ein Grau, aber das war nur so eine Testversion und die ist unbezahlbar, glaube ich, mittlerweile. So. Die Graue? Es gibt ganz, ganz wenige Graue. Das ist nur so eine unveröffentlichte Testversion und die ist sehr teuer, glaube ich. Ja,
Gold war richtig. Joker geht damit flöten. Wusste niemand. Schade. Ja? Was wäre das Minispiel gewesen? Dalu hätte es gewusst, glaube ich. Ich hätte Gold. Gold hätte ich da gewusst, ja, weil ich habe. Das Minispiel, du forderst, wenn du den Handschuh hast, jemanden raus. Dann gibt es ein Überthema. In dem Fall wäre das gewesen Top 10 meistverkaufte N64-Spiele. Und dann müsst ihr nacheinander Titel nennen. Und derjenige, der als erstes nichts mehr weiß, der verliert Punkte. Der Gewinner zieht dem die Punkte ab. Das war so eine gute Frage. Das schöne Minispiel. Können wir am Ende einfach zum Spaß noch spielen. Wen haben wir? Marty ist, glaube ich, dran, ne? Boah, ja. Wie wär's denn mit Ohrwurm 200? Können wir gerne machen. Machen wir auf. Dann krieg ich von mir eine Sekunde. Wii Sports! Wii Sports! Wii Sports! Hey, das ist absolut richtig, Paul. Das ist Wii Sports. Alter, du bist ja alles Nintendo? Das war jetzt irgendwie 4 Fragen in Folge, alles Nintendo. Ja, da ist ein bisschen Nintendo ist schon mit drauf. Yeah. Ne? Hast du gerade, da muss Chat jetzt kontrollieren, waren das doppelte Punkte? Oder hast du gerade trotzdem nur, du warst bei 1,6 jetzt, ne? Achso, ja, ich war bei 1,6. Du warst bei 1,4. Ja, Mods, kontrollieren das bitte nochmal. Nein, ich war bei 1,6. Ich hatte 1,8, du hast mir 200 abgezogen und hast mir wieder 200 drauf gemacht. Ja. Ist alles richtig. Ja, sehr gut. Okay, steht nur drauf, dann muss ich es manuell machen. Aber ich kann gerne doppelte Punkte bekommen jetzt noch. Hast du auch? Weil das die 5 letzte war. Die geben jetzt doppelt so viele Punkte. Steht nur nichts drauf, das haben wir noch nicht eingefügt. Aber die zählen jetzt quasi alle doppelt. Boom! Alle unter 2000 Punkte schwach. Ja. So, ich gehe jetzt volles Risiko, bitte. Volles Risiko? Ja. Kann man mich jetzt Kaffee pausen? Das wäre assi. Nee, volles Risiko ist an, damit ist Kaffeepause weg. Gut. Und Dalu so gibt krass, mir. Ne? Das wäre ein bisschen assi, ja, aber Dalu. Nur. Ich gebe die Kategorie. Ja. Synchronsprecher 300. Synchronsprecher 300, sprich Max, wenn du die richtig beantwortest, gibt's 1200 Punkte für dich. Sehr viel. Verlierst trotzdem nur. Ja. Uff. In dem Fall 300, ne, weil ihr verliert auch doppelte Punkte. Ach, ja, das habe ich vorhin gefragt. Ja, aber nicht für dein volles Risiko, sondern weil die ja alle verdoppelt worden sind gerade. Okay. Das steht noch nicht drauf, das müssen wir noch machen. Die ist halt 600 wert, sprich 1, 2 und minus 200. Ja. Sage. Alles klar. Zerstörung von Blesk. Kriegt ihr jetzt eine Voiceline von mir. Oh, Chittery. Madaula. Nisu. Akala. Emtono. Odolan. Nato. Yolono. Tugobis. Oh. Nee, doch nicht. Chittery. Bakura. Also Dalu, jetzt bin ich aber enttäuscht. Ey, ich habe wirklich schon viele Voicelines gehört. Kannst du noch mal länger? Ich könnte gerne noch mal. Chittery. Madaula. Misu. Bringt euch aber nicht. Akala. Emtono. Misu. Odolan. Nato. Yolono. Tugobis. Warum sagt er Yolo? Chittery. Bakura. Das Ende killt mich hart. Es turnt auf einmal so. In der Tonalität, ja, ist interessant. Es ist, wir lösen mal auf. Ja, bitte. Nicht Sims und auch nicht Age of Empires, es ist Hollow Knight. Okay. Die haben einfach so eine eigene Sprache. Das stimmt. So Chittery und so, also das ist so ein paar Käfersachen sind da mit drin. Wusste keiner von euch? Nee. Frage fällt. Hat jemand von euch Hollow Knight gespielt? Niemand? Nee, ich wollte das jetzt unbedingt noch nachholen mal, aber nee. Jetzt ist mal vor dem Quiz gemacht. Ja, Mensch. Ja, das nächste Mal spiele ich extra dann meine Uhr. Einfach mal ein bisschen vorher zocken, ja? Ja. Einfach mal ein bisschen zocken. Ja. Hol dir mal eine N64 vom nächsten Mal, bitte. Einfach mal ein paar Videos. Ja, Wave Racer. So, wen haben wir? Paul. Tetris 300, bitte. Tetris 300. Vor allem GameCube-Fragen wären voll fein für mich. Aber hattest du wahrscheinlich nicht, ne? Doch, ich hatte auch eine GameCube. Aha, ja.
Ja. Das ist leider aber keine GameCube-Frage. Okay, können wir schon mal ausschließen. Gut. Sehr gut. Geil. Welches Nahrungsmittel wird in Siedler 4 benötigt, damit der Arbeiter einer Goldmine besonders effektiv ist? Das kann jetzt sehr peinlich werden. Also theoretisch gehen alle, nämlich. Aber am effektivsten ist meiner Meinung nach Fisch. Funktioniert folgendermaßen in den Minen. Eine Einheit Nahrung wird umgewandelt in... Weil Brot ist für Kohle, genau. Fleisch ist für Eisen und Fisch ist für Gold. Goldmine ist die einzige, die nur eine Art von Nahrungsmittel braucht. Und ein Nahrungsmittel wird bei Lieblingsnahrung in 10 Erz umgewandelt und bei der Goldmine ist das der Fisch. Absolut richtig. Nice. Brot und Fleisch für Stein, Kohle und den ganzen anderen Rest. Man kann nämlich die Goldmine-Rush machen, wenn man richtig früh richtig viele Fischer baut. Oh, wow. Und damit kriegst du doppelt Punktzahl, 600. Die hier. Ui. Gehst auch auf über 2000. Danke. Egal, was jetzt kommt, Mensch, volles Risiko. Volles Risiko. Egal, Dann was jetzt kommt. Eine Kaffeepause. Nein, ich hab zuerst gesagt, dann kann ich abstimmen. Ja, ich volles Risiko gekommen. Ist Andalu. Das war als erstes, ich hab's gehört. und dann gib mir Max, glaube ich. Ist die Frage, ist Dalu so kleinig und gib mir eine Kaffeepause nächste Runde? Warte mal ab, oder? Marty, solltest du jetzt überlegen. Das ist schwierig abzuschätzen hier. Ja, wir haben ja noch ein zweites Board, ne? Das sind ja nicht die. Ja, aber die Joker kommen ja wieder, oder? Nö. Ach, es gibt noch ein zweites Board? Dann war ich. Ach so, ja. Ihr habt ja ein zweites Board. Wir sind noch lange nicht fertig. So krass. Ja, nein. War es gerade ein Witz oder wirklich? Nee, das ist wirklich, mein Ernst. Ich dachte, die Joker resetten sich. Wir hocken hier noch eine Weile. Das ist auch geil. Ja, gesagt, 21:30, ne? Das zweite Board machen wir so, ziehen wir ein bisschen an mit dem Tempo, aber... Ja, ich baue hier schon voll die Endgame-Strategien auf, so. Ja, ich auch. Okay. Ich soll auswählen. Vorletzte Frage auf dem Board. Dann Schnappschuss, bitte. Schnappschuss für 800 Punkte. Seht ihr jetzt. Ah. Ja, was denn? Getting over it, aber es ist... Ich weiß es, fuck! Ich würde was anderes sagen, aber es ist zu spät. Ich sag's getting over it, weil es das erste Mal, was ich gesagt habe, aber ich glaube, es ist was anderes, weil der Hintergrund passt. Gib mir jetzt bitte deine genaue Antwort. Wie darf er jetzt noch ändern? Nein. Ich sag getting over it, ich bleib dabei. Ich habe was anderes im Kopf, weil der Hintergrund nicht passt, aber ich bleib bei Getting Over It. Guck mal nach. Da kennt ihr das alle, krass. Da ist er. Echt? Es ist Getting Over It. Der Hintergrund ist komplett Worms. Ich dachte, ich werde voll gebaitet. Nö, ist absolut richtig. Ich habe den Kollegen nur rausgeschoppt, sonst wäre es ein bisschen leicht gewesen. Und du kriegst... Jetzt regnet's. Volles Risiko natürlich auch einen Haufen Punkte. Ziehst ein Stück davon gerade mit 5000 Punkten. Ich dachte, der Hintergrund passt nicht, weil das da oben ist doch so im All und die Grafik sieht nicht so verwaschen aus im Hintergrund. Das ist so Worms, das ist der Worms-Hintergrund. Wird voll gebaitet. Nee, es ist nicht Worms, Getting Over It war richtig. Ich glaube, du warst ja auch gerade so ein bisschen drauf, Max, oder nicht? Ja, aber ich habe auch ein Trauma davon, deswegen... Ich will das einfach nicht mehr. Ich glaube, ich habe nicht mal den ersten Hügel geschafft. Volles Risiko, bevor mich irgendwer hier Pause. Kaffeepause für Risiko. Paul. Ich hau die noch raus auf dem Board. Ne? Dann haben geht wir nicht. Volles Risiko für Martins Kaffeepause. Ich hau den noch raus. Synchronsprecher 400. Hätte ich genommen, die Kaffeepause. Ah, laut. Ja, schade, nächste Board. It's time to kick ass. Oh. Das ist der Duke Nukem. It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of gum. Das ist absolut korrekt. Und da kriegst du nochmal 800 Punkte. Also aber beim nächsten Board werden die Punkte dann resettet, ne? Habe ich richtig gehört? Beim nächsten Board werden Punkte natürlich nicht resettet. Das war das Aufwärmboard. Aber es gibt ja nochmal einen Haufen Punkte zu holen, ne? Ihr müsst da. Einfach schneller als Dalu Buzzer wahrscheinlich. Es gibt noch mehr Teamoji, ich liebe es. Es gibt noch mehr Teamoji.